Guten Tag, ich bin Monika Griefan. Ich bin seit 1998 direkt gewählte Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Ich vertrete die Menschen der Landkreise Harburg und Soltau-Fallingbostel. Auch einen Apfel mitnehmen? Das ist cool. Ich nehme Probleme, Wünsche und Anliegen in meinem Wahlkreis auf. Und dafür bin ich viel unterwegs. Ich besuche Schulen und Unternehmen, Vereine und Institutionen. Das hat er auch zugesagt. Regelmäßig biete ich Sprechstunden an. Oft kann ich helfen oder Anliegen unterstützen. In meinem Landkreis engagiere ich mich für die Interessen der Bürger, zum Beispiel den Lärmschutz. Ja, genau. Hier lang, weil wir hier diese schallschutzfreie Zone haben. Das schallt alles hier rüber. Außerdem setze ich mich seit vielen Jahren für den Umweltschutz ein. Tidehub an sich, der sich so verändert hat. Und dadurch zieht Sand aus dem Deich raus. Im Jahre 2001 habe ich den Aktionskreis Gesicht zeigen im Landkreis Harburg gestartet, mit dem wir uns gegen Rechtsextremismus einsetzen. Die Anliegen aus dem Landkreis trage ich in die Hauptstadt. Willkommen im Deutschen Bundestag in Berlin. Hier tagen wir 612 Parlamentarier etwa 22 Wochen des Jahres. Als Sprecherin der SPD-Fraktion für Kultur und Medien und Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik kümmere ich mich zum Beispiel um Computerspiele, die bessere soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern oder die deutschen Schulen im Ausland. Was anderes hilft dir nichts. Steuererleichterung. Ich arbeite aber auch an anderen Themen mit, wie zum Beispiel dem Ausstieg aus der Atomenergie, der Leukämie in der Elbmarsch oder erneuerbaren Energien. Wir müssen doch sagen, solange die Möglichkeit besteht, dass es da einen Zusammenhang gibt, müssen wir auch Vorsorge treffen und müssen wir dann eben diese Technologie ausschließen. Die meiste Arbeit von Abgeordneten bleibt für die Öffentlichkeit unsichtbar. Viele Gespräche und Sitzungen in Arbeitsgruppen und Ausschüssen bereiten Gesetze und Entschließungen vor. Tolle Mitarbeiter unterstützen mich in Berlin und im Landkreis. Ich bin gerne Bundestagsabgeordnete, weil ich wie schon früher bei Greenpeace oder als Umweltministerin die Welt verbessern will. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.